Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren Teil T4 Eskalationsvideo. Im letzten Video vom T4 habt ihr gesehen, dass wir die Scheibe neu gemacht haben. Und in diesem Video werde ich mich mit einem meiner Lieblingsthemen beschäftigen, und zwar der Musikanlage. Ich möchte dem T4 eine richtig geile Musikanlage verpassen. Dafür habe ich alle Teile besorgt, die sind auch alle schon da. Aber bevor das Ganze soweit ist, im letzten Video habe ich euch ja gesagt, dass ich Wasser im Fußraum hatte. Ich habe den Fehler gefunden. Und naja, ich wollte halt gucken, wo überall noch Wasser drin ist, und habe dann gestern auf schnelle Welle einfach mal den Fußraum vorne leer gemacht. Ja, so sieht das Ganze jetzt hier aus. Was soll ich euch sagen? Unter dem Teppich war so viel Wasser, also so viel Wasser, dass man da hätte Goldfische reinsetzen können. Ich blende euch hier mal ein paar Szenen ein. Junge, Junge, ich sag mal so, gut, dass ich das aufgemacht habe. Ach du Scheiße, ey. Hier könnte ich Goldfische reinsetzen, so krass Wasser steht hier drin. Ja, erstmal trockenlegen die Bude jetzt. Naja, mittlerweile ist das Ganze trockengelegt. Wir haben Ostern, es ist ein langes Wochenende. Ich hoffe, dass ich am Ostermontag das alles wieder zusammen habe. Die Sitze sind draußen, die fliegen übrigens komplett raus, aber dafür gibt es ein extra Video, denn ich habe neue Sitze besorgt. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, und jetzt habe ich halt hier Fußraum, und ich dachte mir, wenn der Teppich schon mal draußen ist, kann man erstens ein bisschen Rost wegmachen. Ich habe schon mal so ein paar Sachen freigeschliffen. Hier zum Beispiel war ein bisschen Rost und da so ein paar Stellen. Die sind aber alle soweit durch. Die werde ich dann später noch behandeln. Naja, und wenn der Boden einmal schon draußen ist, kann man ja auch alles richtig sauber machen. Dafür habe ich mir von Lars, meinem Hallennachbarn und ehemaligen Arbeitskollegen von Mattwerk, ein paar Reinigungsgeräte ausgeliehen. Das ist hier so ein Steamer, das ist so ein Polsterreiniger, so ein Tornado, Reinigungsmittel und Bösch. Und damit werde ich jetzt nochmal den Fußraum sauber machen und natürlich auch die wunderschöne Matte, die hier liegt und gerade am Trocknen ist. Denn hier ist die Matte natürlich im Arsch, da hat sich das Wasser reingezogen. Aber ich dachte, wenn ich das Ding schon draußen habe, dann mache ich das Teil wenigstens einmal richtig sauber. Und dafür eignet sich so ein Steamer hervorragend. Ich mache das Ganze mal im Zeitraffer, weil heute soll es ja nicht um das Saubermachen von der Karre gehen, sondern um die Musikanlage. Und deswegen legen wir los. Das ist eine Arbeit. Und der Teppich, ja, ich glaube, der wird nie wieder richtig sauber. Aber zumindest mal sieht er besser aus als vorher. Und auch der vordere Teil des Wagens, jetzt fehlt mir hier der Strom mit Licht, aber auch das sieht deutlich besser aus als vorher. Ich räume jetzt mal den ganzen Musikkram zusammen, den ich habe. Und dann zeige ich euch mal, was wir hier im T4 Feines einbauen werden. Also, für dieses Musikprojekt im T4 habe ich mich mit Alpine zusammengetan. Alpine sollte eigentlich jedem von euch ein Begriff sein. Die machen nicht nur Musikanlagen, sondern natürlich auch Navigationssysteme, speziell auch für Wohnmobile übrigens, Rückfahrkameras, im Grunde alles, was mit Car-Hi-Fi zu tun hat. Die haben auch diesen mega krassen Camper gebaut. Blende ich euch mal ein, da haben wir auch eine kleine Roomtour schon mal von gefilmt. Also Freunde, das ist wirklich komplett verrückt. Ich sitze hier vor einem 27,5 Zoll Bildschirm mit 4K Auflösung. Da kenne ich die Jungs, und ja, was soll ich euch sagen? Wir haben hier einmal ein komplettes Alpine-Set. Wir fangen mal hinten an. Es besteht aus einem richtig fetten Subwoofer, einem Koaxial-Zwei-Wege-System für hinten, für die Heckklappe, einem Zwei-Wege-System für vorne, für die Türen und für die Hochtöner oben an der Armature. Dann haben wir natürlich eine richtig fette 6-Kanal-digitale Endstufe. Die brauchen wir natürlich für richtig fett Leistung. Und jetzt kommt das ganz Besondere an der Anlage. Wir haben dieses wunderschöne 11-Zoll Halo 11-Radio von Alpine. Und jetzt fragt ihr euch sicherlich, hä? Ein 11-Zoll-Radio in einem T4? Wie geht denn das? In einem T4 ist eigentlich ein Ein-DIN-Radio verbaut. Es gibt verschiedene Varianten, dass man auch ein Doppel-DIN-Radio einbauen kann. Das ist dann 7 Zoll in der Regel. Aber ein 11-Zoll-Radio, das habe ich bislang noch nicht in dem T4 gesehen. Das bedeutet natürlich nicht, dass das nicht geht, denn der Clou bei diesem Radio ist, das ist ein großer Display, 11 Zoll, aber die Base, also das Herzstück sozusagen, ist nur ein Ein-DIN. Das bedeutet, wir können quasi das alte Ein-DIN rausschmeißen und das neue 11 Zoll einbauen. Und ja, ich hoffe, dass das alles so passt, wie ich mir das vorstelle. Ich werde jetzt erstmal in den T4 gehen und das alte Radio rausschmeißen. Ich hoffe, dass ich das rauskriege, weil ich natürlich vom Vorbesitzer keine Teile dafür bekommen habe. Ja, ich mache erstmal Licht an. Hier sieht man ja gar nichts. In diesem Feld hier sitzt ja das Radio. Der Vorbesitzer hat hier irgendwie so ein
relativ einfaches, billiges Phone-Car, was weiß ich, was das für ein Ding ist, Radio eingebaut. Und genau, hier ist dieser Eindienstschlitz und dieser 11-Zoll-Display sitzt dann hier so drüber. Ja, er verdeckt die Lüftungsgitter, die sind aber in der Mitte eh nur nervig, weil die einem eh immer nur ins Gesicht pusten. Von daher für mich persönlich jetzt kein herber Verlust, aber ja, das wird geil. Und deswegen habe ich auch diesen kompletten Boden hier rausgerissen, weil ich nämlich jetzt ganz einfach mit den Kabeln vom Radio überall hingehen kann. Denn ich brauche für die Endstufe natürlich Strom. Plus, minus, klar. Ich muss natürlich die Lautsprecherkabel legen und vor allen Dingen muss ich Cinch-Kabel legen, denn die Lautsprecher werden direkt an der Endstufe montiert. Diese wird sich später hier unter dem Sitz befinden. Die passt da perfekt rein und ich kann hier diese vorgefertigten Kabelwege nutzen, um hier zum Beispiel unterm Armaturenbrett hochzugehen und dann direkt am Radio zu landen. Ich glaube, das ist ein relativ einfacher Verbau. Ist natürlich jetzt ein bisschen Fleißarbeit, die ganzen Kabel zu ziehen. Vor allen Dingen wird es eine Fleißarbeit, die Kabel nach hinten zu ziehen, die Lautsprecherkabel für die Heckklappe. Da muss ich tatsächlich hier noch die A-Säulenverkleidung abmachen und dann geht man hier hinter dem Armaturenbrett lang und geht einmal oben an der Säule bis hinten hin in die Heckklappe. Ich dockte jetzt erstmal dieses alte Radio da raus und dann glaube ich, werde ich erstmal ein paar Kabel an die entsprechenden Stellen legen. Das Ganze werde ich sicherlich ein bisschen im Zeitraffer begleiten und euch dann immer wieder die einzelnen Zwischenschritte erklären. So, hier haben wir das Radio. Das habe ich ausgeklipst, indem ich einfach hier so einen dünnen Schlitzschraubendreher da reingesteckt habe, rechts und links. Jetzt ziehen wir uns das mal raus. Ja, wie zu erwarten, ist da nicht viel dran. Das sind die ISO-Stecker. Die sind autoseitig immer verbaut. Die neueren Radios haben sogenannten Quadlock-Stecker, weil da noch ein paar mehr Signale drüber laufen. Ja, dann haben wir hier Remote für die Antenne. Das brauchen wir später übrigens auch für unsere Endstufe, damit die weiß, das Auto ist an. Boah, komm schon. Aua. Und dann haben wir hier das Antennenkabel, fachmännisch mit Tape dran getüdelt. Das ist immer wichtig. Zack. Weg. Ja, das fliegt jetzt erstmal raus. Herrlich, so ein altes Radio-Dingen. Was haben wir denn hier noch? Was haben wir denn hier noch? Hier ist auch noch mehr Kabelgeläsch. Das ist übrigens das ist das Relais von dem Warnblinkschalter, damit man Komfortblinken hat. Das habe ich dahinter gelegt, stimmt. I remember. Gut, den alten Einbaurahmen, den holen wir da jetzt erstmal raus, weil ich auf jeden Fall einen neuen natürlich verbauen werde. Die sind meistens hier mit solchen Metalllaschen einfach nur reingeklickt. Die werden einfach so umgebogen. Genau, und die biegt man dann einfach wieder auf. So. Und so. Jetzt müsste das Moped eigentlich schon rauskommen. Ja. Wunderbärchen. Gut, also das kommt jetzt alles mal raus. Ich habe hier schon die Zuleitung für die Endstufe gelegt. Die liegt jetzt hier gerade noch drin. Das ist ein 20 Quadrat Strom, also plus Kabel. Und das kann man perfekt beim T4 da unten, wartet mal, ich hole mal gerade Licht, da unten durchlegen. Der T4 hat nämlich unfassbar viele Löcher in der Wasserspritzschutzwand, wo man perfekt irgendwelche Kabel im Nachhinein durchlegen kann. Das machen wir uns natürlich zunutze. Masse für die Endstufe werde ich mir dann tatsächlich wahrscheinlich direkt von der Sitzverschraubung holen, weil das ist, ja, eine perfekte Masse. Masse ist immer sehr, sehr wichtig bei einer Musikanlage. Ja, ihr könnt jetzt auch noch ein doppeltes Kabel davor legen, aber ganz ehrlich, wozu so viele Kabel legen, wenn ich hier im Fußbereich eh schon die Masse habe? Geil. Ja, das ist doch schön. Dann ziehe ich mir jetzt erstmal ein paar Kabels hier rein. Okay, Leute, also ungefähr so 2-3 Stunden später habe ich alle Kabel verlegt. Ich zeige es euch mal eben. Auf der rechten Seite laufen Cinch-Kabel und Lautsprecherkabel zu den jeweiligen Orten. Einmal in die Tür rechts, einmal in die Tür links. Und das splittet sich dann nochmal auf eine sogenannte Frequenzweiche für die Hochtöner, die sich hier drinnen befinden. Dann die Cinch-Kabel laufen auch hier lang. Die kommen jetzt schon hier im Radiusschacht raus. Das ist gut. Und alle Kabel enden hier unten unterm Sitz im Fußraum. Jetzt ist natürlich der Plan, dass die Endstufe da irgendwie festgemacht werden muss. Ich habe mir jetzt überlegt, dass ich einen kleinen Holzboden anfertigen werde, den ich ein Tickchen höher setzen werde, um quasi von vorne die Kabel reinschieben zu können unter dem Boden und hinten hochzugehen. Denn Cinch- und Stromanschlüsse sind auf der Rückseite und ja, auf der Vorderseite
Seite im Fußraum sind die ganzen Einstellmöglichkeiten, wo man dann noch drankommt, wenn man sich in den Fußraum legt und so ein bisschen dran rumschraubt. Genau, des Weiteren habe ich Lautsprecherkabel, ihr seht da vielleicht, die A-Säule hochgelegt, in der Unterkonstruktion von unserem Aufstelldach durchgezogen. Die kommen jetzt hier hinten raus. Das ist übrigens auch mit einer der Gründe, warum diese ganze Aufstelldachkonstruktion noch nicht verkleidet ist, weil ich das alles erst machen wollte, bevor ich dann alles filze später und das schön mache. Das mache ich also erst, wenn ich den Innenraum hier schön mache. Genau, und diese beiden Kabel, die müssen jetzt noch hier durch diese Säule durch, durch diese Gummitülle hier in die Heckklappe, damit ich irgendwo da die beiden Lautsprecher einbauen kann, damit es am Ende aussieht wie im T6. Es hat auch schon mal funktioniert. Genau, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber hier sind die Lautsprecher. Guck da. Und dafür muss ich mir da noch eine Pappe bauen und so. Also ich habe noch ganz schön viel zu tun. Ganz schön viel Arbeit liegt noch vor mir. Aber ich mache weiter. Es tut mir leid, dass ich euch das jetzt nicht im Zeitraffer zeige, aber ich muss einfach zu viele Schritte zwischendurch überlegen, machen und tun. Das würde irgendwie keinen Sinn machen. Deswegen gibt es einfach immer die zwischendrin Updates. Aber man kann beim T4 wirklich so geil Kabel verlegen. Also wenn ihr eine Anlage in einem T4 einbauen wollt, habt keine Angst davor. Es ist alles zugänglich. Es ist wirklich alles so einfach zu demontieren und alles so einfach zugänglich. Das ist wirklich geil. Jo Mensch, das sieht doch alles schon mal gar nicht so scheiße aus. Guck mal. Hier ist jetzt quasi die Unterkonstruktion, die passt perfekt zu dem Sitz. Diese Holzunterkonstruktion, die kann ich einfach auf den Boden kleben und habe hier unten drunter jetzt die Kabel rauskommen, die ich dann später hier ordentlich anschließen kann. Ja, schön kürzen, zack, Strom dran, Masse dran, Remote dran. Remote? Ich habe Remote noch nicht gelegt. Ja, da muss ich wohl noch eine Leitung legen. Scheiße, das habe ich vergessen. Aber egal, auf jeden Fall kommt man so hier vorne dann schön noch an die ganzen Einstellungen dran. Die Endstufe kann man dann hier schön draufschrauben, so. Das ist doch geil. Das ist doch wunderbar. Dieses Konstrukt nehme ich jetzt und stelle das auf meinen Boden, der da drüben liegt, weil dann kann ich mir das anzeichnen und schon mal freischneiden, weil das muss natürlich freigeschnitten werden, weil der Boden ja sonst nicht mehr da reinpasst, ne? Aber ich habe alle Einzelteile, Sitzkonsole einzeln, kann die Löcher mir als Vorlage nehmen und zeichne mir das jetzt eben an. Dann habe ich das schon mal und dann kann ich weiterbauen. Ich habe die Türverkleidung hier demontiert, weil hier ja die neuen Türverkleidungen rein sollen. Ich habe mir nämlich welche vom Multivan besorgt, inklusive hier Lautsprecheraufnahmen. Das ist natürlich sehr wichtig für mein Vorhaben. Außerdem sehen die ein bisschen schicker aus, sind mit Stoff bezogen und so. Nächster Schritt ist sauber machen, Tür dämmen, dann hier das Kabel von innen, also das Lautsprecherkabel, durch die Gummitülle in die Tür ziehen, damit das schon mal da liegt, damit wir dann irgendwann den Lautsprechereinbau in der Tür machen können. Aber aktuell sind es alles nur vorbereitende Maßnahmen, aber das wird gut. Das wird richtig gut. So, habe ich das auch geschafft? Türverkleidungen habe ich jetzt ein bisschen nur gedämmt, vor allen Dingen aber an den Stellen, wo die Lautsprecher sitzen. Und jetzt können wir mal gucken, ob die da reinpassen. Ich hänge mal gerade die GoPro um. Ich muss hier noch einen Ausschnitt machen für das Kabel. Und dann kann der Fensterheber-Oschi hier wieder dran. Ah ja, die Türen sind übrigens natürlich auch gedämmt. Man muss immer gucken, dass man diesen Pin hier oben eingetüdelt kriegt. Pff, vielleicht setzen wir auch erstmal die Leiste wieder dran. Ist vielleicht einfacher. So. Alle Haken sitzen. Nur der eine in der Tür nicht. Ist das nervig. Jo, schön. Das sieht doch ganz gut aus. Also ich meine, klar, die ist jetzt auch ein bisschen dreckig und so. Aber wie gesagt, ich finde, das sieht deutlich besser aus als vorher. Das Einzige, was jetzt ein bisschen doof ist, das habe ich nicht mitgeliefert bekommen. Das bedeutet, ich muss jetzt erstmal die alten schwarzen Teile wieder dran machen. Aber mein Gott, ich glaube, damit kann ich leben fürs Erste. Man kann ja immer noch mal was machen. Wisst ihr, so ein T4 ist ja ein Langzeitprojekt. Es ist ja jetzt nichts, was morgen fertig wird. Also auf keinen Fall wird es morgen fertig. Aber ja, ist geil. Schrauben wir das jetzt wieder dran. So. Guck mal, hier sogar mit Chromtürgriffen. Ja, das war mir schon wichtig. Wisst ihr eigentlich, dass es ganz schön anstrengend ist? Ich bin den ganzen Tag schon am Basteln. Hier sieht es immer noch aus wie Sau. Aber ich will das halt auch einfach ordentlich machen. Und ich glaube, dass sich das auf jeden Fall später in der Klangqualität auszeichnen wird, wenn ich das hier einigermaßen ordentlich mache. Von daher nehme ich mir die Zeit. Heute ist Samstag, Sonntag und Montag habe ich auch noch. Eigentlich sollten wir da größtenteils fertig werden mit.
Also, aktueller Stand der Dinge. Beide Türverkleidungen sind drin. Beide Kabel gucken aus der Tür. Das ist schon mal gut. Jetzt habe ich mich mal damit beschäftigt. Wie geht denn überhaupt der Lautsprecher in die Tür rein? Passt das überhaupt? Und natürlich, der Lautsprecher passt nicht. Es gibt wohl einen speziellen Lautsprecher, der da genau reinpasst. Das ist halt hier Nachrüst und das passt natürlich nicht um 100%. Deswegen war ich so fuchsig und habe mir aus Holz einen Adapterrahmen gefräst. Den habe ich mit schwarzem Filz bezogen und habe ihn in die Tür reingepackt. So, seht ihr das ein bisschen besser. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ich mache ihn nochmal raus, ne? Das ist der Adapterring und hier ist die originale Verschraubung von dem Lautsprecher. Die ist auch ziemlich fest, das ist gut. Genau, und jetzt hat man hier diesen Ring drin, der natürlich da nur auf Press reingeht. So, den schraubt man jetzt erst hier an dem originalen Kunststoffrahmen fest. Und dann, Ladies and Gentlemen, kann ich einfach meinen Lautsprecher nehmen und den mit dem dazugehörigen Gitter hier in die Tür montieren. Hä? Das sieht doch gut aus. Also klar, da bleibt so ein kleiner Rand übrig, weil diese originale Gitterabdeckung vom T4 da nicht mehr drauf passt. Aber ganz ehrlich, das ist mir scheißegal. Auf den ersten Blick wird einem das nicht auffallen. Und da kommt ja eh dieses Gitter von Alpine drüber. Von daher ist das eigentlich eine cleane Lösung. Es ist stabil, es ist ordentlich abgedeckt. Und ja, so muss das eigentlich sein. Das finde ich richtig gut. Ich habe mir aber noch eine andere Lösung überlegt für die Hochtöne. Natürlich ist jetzt der Akku wieder leer. Leider jetzt mit dem Ton weiter. Also, die Lösung für oben sieht wie folgt aus. Das hier sind die originalen Lautsprecher. Das sind keine Hochtöner, das sind so koaxial wahrscheinlich. Die hier oben drin sitzen. Oder vielleicht Mitteltöner, keine Ahnung. Auf jeden Fall sitzen die hier in einem 90 mm Ausschnitt drin. Die Alpine Hochtöner, die ich jetzt da oben verbauen möchte, sind aber nur so mini klein. Und wie bekomme ich die jetzt da rein, wenn ich die originale Optik mit dem Gitter hier beibehalten möchte? Ja, ich habe mir einfach einen weiteren Adapter gefräst. Das ist dieses Teil hier, 90 mm im Innendurchmesser, im Außendurchmesser 100. Und schaut mal, das Teil kann ich jetzt hier einfach draufsetzen. So. Und da in das 50 mm Loch kann ich dann den Hochtöner reinsetzen. So. Also der sitzt jetzt nicht, weil das Kabel da noch rein muss. Und dann kann ich einfach wieder das Gitter drüber machen. Ist das nicht toll? Das ist doch mega. So habe ich meine originale Optik, habe kein Gitter zerschnitten und es klingt aber am Ende richtig geil, weil wenn so Hochtöner gegen die Windschutzscheibe spielen, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Bei dem Kit von Alpine ist natürlich auch noch ein kleiner Fuß dabei, den man irgendwie montieren könnte, wenn ihr das wollen würdet. Irgendwie aufs Armaturenbrett schrauben oder so, aber erstens will ich nichts ins Armaturenbrett schrauben und zweitens gefällt mir die Optik nicht. Ich will das oben so clean haben wie möglich und das ist, glaube ich, der beste Weg. Ich lackiere jetzt noch schnell diese Teile und dann, glaube ich, mache ich Feierabend und springe morgen wieder ein. Ich habe heute lange genug gerödelt und morgen gucken wir mal, wie weit wir kommen. Aber ey, wir sind schon echt weit gekommen, es war viel Arbeit. Aber am Ende des Tages zahlt sich die harte Arbeit aus. Ich habe alles richtig ordentlich gemacht. Das ist geil. Und vor allem hier diese Lautsprecheradapter. Ich glaube, das ist gut. Und die sind ja wohl mal perfekt. Geil. Richtig gut. So, da bin ich wieder. Heute ist Ostersonntag. Der erste Hochtöner ist schon verbaut. Das habe ich gestern Abend noch gemacht. Und jetzt machen wir den zweiten. Die Blende hier ist fertig. Ja, hier ist übrigens mal wieder das komplette Chaos ausgebrochen. Aber das macht gar nichts. So, jetzt packen wir das hier mal aus. Man kann das hier so aufschrauben. Und dann kann man den hier rausholen. So. Und jetzt kann ich die Blende einfach hier reinsetzen. Und dann reindrücken. Guck mal, wie gut das passt. Na, da kann der Hochtöner hier wieder rein. Und dann kommt die Abdeckkappe hier wieder hier drauf. So, fertig. Und so kann das Teil jetzt eingebaut werden. So, und jetzt kann hier das ganze Konstrukt einfach hier reingesetzt werden. Bisschen eindrehen und dann sieht es gut aus. Und jetzt kann die originale Blende einfach wieder hier drauf und man sieht nichts mehr. Das finde ich immer noch richtig geil. Ja, jetzt habe ich hier die Kabel alle liegen. Da muss die Frequenzweiche noch dran und dann
Genau, wird das jetzt hier alles noch verbunden. Das mache ich jetzt eben schnell. Und dann muss ich mich um die Kabel für die Heckklappe kümmern, weil das wird jetzt, glaube ich, noch ein richtiger Kampf. Also vorne ist jetzt soweit alles schick. Alle Lautsprecher sind installiert. Hier schön in der Tür mit dem Gitter. Das sieht auf jeden Fall ganz geil aus. Und genau, Hochtöner sind natürlich auch drin. Alle Kabel sind verlegt. Genau, Stromkabel geht in den Motorraum. Da muss noch eine extra Sicherung rein. Die Endstufe wird mit 90, 100 Ampere abgesichert. Direkt an der Hauptbatterie. Geht dann direkt zur Endstufe. Wie gesagt, dann Masse brauchen wir auch noch. Die holen wir uns aber direkt von der Sitzverschraubung. Das ist eigentlich eine cleane Geschichte. Genau. Und was ich noch verlegt habe, ist das Remote-Kabel. Ihr braucht quasi ein Kabel, welches der Endstufe sagt, die Zündung ist an, jetzt kann die Endstufe angehen. Also quasi so eine Art Zündplus. Wahrscheinlich ist es einfach Zündplus, ehrlich gesagt. Genau. Und jetzt, liebe Freunde, geht's ans Eingemachte. Und zwar muss ich jetzt die Leitungen hier, die beiden, hier durchlegen. Das sollte nicht das Riesenproblem sein. Aber dann muss ich durch diese Kackgummitülle und hier durch die Heckklappe. Und da ist nicht viel Platz. Ich habe das gestern schon mal versucht. Ich nehme zum Durchschieben meistens so eine alte Dieselleitung. Also eine unbenutzte natürlich. Gestern Abend habe ich es mal kurz angetestet. Es hat nicht so gut funktioniert. Schauen wir mal, was wird. Ich versuche das jetzt einfach mal. 20 Minuten später. Also wie zu erwarten, das ist nicht einfach. Mit der Dieselleitung kam ich von hier hinten bis zum Ausschnitt hier für den Fenstersensor oder für diese Fensterheizung, die leider eh kaputt ist. Dann habe ich mir damit eine Leitung reingezogen, die jetzt hier hängt. Das heißt, ich muss gleich nur noch dieses Stück überbrücken. Und das schaffe ich auch mit der Dieselleitung. Durch diese enge Gummitülle hier kam ich mit der Dieselleitung nicht. Also habe ich mir einen Schweißdraht genommen. Da könnt ihr auch einfach irgendeinen Draht nehmen, der ein bisschen stabiler ist. Und habe den einfach durchgeschoben. Das bedeutet, ich muss jetzt nur noch durch diese Säule hier kommen. Dahin, ziehe mir die Kabel dahin. Ziehe dann erst die Kabel durch die Gummitülle. Dann dieses kleine Stück und dann da lang. Das sind drei verschiedene Wege. Aber in einem kannst du das komplett knicken. Das funktioniert nicht. Beim T6 ist die Gummitülle deutlich dicker. Da ist es viel einfacher. Da ist es ein bisschen ätzend. Was man auch noch machen kann, wenn es durch die Gummitülle nicht ordentlich flutschen will, man sprüht einfach mal so ein paar Duppen WD-40 oder sowas rein. Dann flutscht es da drin ein bisschen besser. Und dann kriegt man die Kabel auch ordentlich durch. Ist zwar eine Sauerei, aber am Ende wollen wir, dass die Kabel endlich in der Heckklappe liegen. Aber es ist eine Geburt. Ich sag's euch. Keine einfache. Was ein Kampf. Bestimmt eine Stunde habe ich jetzt hier rumgemacht, weil ständig der Draht hier unten in dem Loch gelandet ist. Irgendwie ist das hier eine doppelte Falz oder so, keine Ahnung. Ich habe auch die Dieselleitung da nicht ordentlich durchbekommen, deswegen habe ich mir vorne dran noch einen Schweißdraht geklebt. Ich zeige euch das mal eben. Das mal hier eben rausfiddeln, weil die sind halt einfach schön flexibel. Tada! Und so kommt man eigentlich echt ganz gut dadurch. Aber ich sag's euch, wie es ist, das erfordert einfach Geduld, die ich eigentlich nicht habe. Aber ich weiß, dass es geht, weil ich es schon oft genug gemacht habe. Und deswegen muss man da einfach am Ball bleiben. Nicht verzweifeln, kurz Kaffee trinken zwischendurch und dann geht's weiter. Irgendwann kommt ihr da raus. Ja, genau. Es gibt nicht viele Wege, wo es lang gehen kann. Und es führen da definitiv Kabel lang. Andere Kabel, originale Kabel. Deswegen muss es einen Weg geben. Ja, schön. Dann ziehe ich mir die Strippe mal da durch. Ja, der härteste Kampf ist durch. Es ist durch die Gummitülle. Aber ich muss sie auf jeden Fall ein bisschen flutschi benutzen. Und jetzt habe ich es sogar geschafft, die Leitung in einem hier hinten in die Heckklappe zu schieben. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch die Leitung da rausziehen. So, am Übergang ein bisschen aufpassen. Da noch ein bisschen nachschieben, so. Und tada. Alter. Echt jetzt? Echt jetzt? Das ist doch nicht dein Ernst. Junge, ich dachte, ich zeige euch jetzt das Ergebnis und jetzt hat sich das Kabel am Dämpfer aufgehängt. Es gibt zwei Möglichkeiten. Zurückführen oder Dämpfer abmachen. Oh mein Gott. Egal, ich überlege mir was. Ist das schon wieder dumm? Oh Mann! So, beim Durchfädeln bleibt das Kabel an der Anhängerkupplung hängen und ich denke mir, warum geht's nicht weiter? Ja, okay. Aber das ist doch wirklich dumm. Gott. Dann morgen. Gut, Leute, heute ist Ostermontag und ich will jetzt heute echt hier mal Butter bei die Fische machen und das Ding zu Ende bringen. Ich habe gestern Abend schon mal die Endstufe verkabelt, zumindest so zum größten Teil. Das Sitzgehäuse sitzt hier drinne, Endstufe sitzt auch hier drinne, alle Cinch-Kabel sind angeschlossen, Plus, Minus ist angeschlossen, das ist das Remote-Kabel und ich habe auch schon zwei Lautsprecherkabel angeschlossen, denn
Ich habe das Radio schon mal provisorisch eingebaut und ich zeige euch mal, worauf ihr da achten müsst. Also Freunde, grundsätzlich besteht das Radio aus zwei Teilen. Der erste Teil ist der Computer sozusagen, also das Eindienteil. Der zweite Teil ist der Bildschirm. Der wird einfach draufgesteckt und dann hier mit vier Schrauben verschraubt und dann kommt so eine Kunststoffbrücke quasi hier rein. Dann funktioniert das Ganze erst. Jetzt habe ich gedacht, ja, das Radio ist ja komplett vollständig und ich baue das hier einfach ein. Pustekuchen, denn es sind natürlich alle Kabel und so dabei, also Stromkabel und so ein Kram, aber es gibt keinen Adapter auf mein Fahrzeug, also auf die ISO-Stecker. Deswegen musste ich jetzt, ich habe ja Gott sei Dank viel in meinem Bastelsommelsorium und musste diesen Stecker hier, den musste ich quasi von einem anderen Radio nehmen, denn radioseitig kommt im Grunde nur Masse, Zündplus, Dauerplus und das war's. Und das hier sind noch irgendwelche, weiß ich nicht, Steuerleitungen für, ich glaube, Licht vom Radio. Kann das sein? Ich glaube schon, ja. Also, dass quasi, wenn das Licht angemacht wird, das Radio dunkler oder heller wird. Und natürlich kommen da die Lautsprecherkabel raus. Diese farbigen hier, lila, grün, grau und so, sind in der Regel die Lautsprecher. Die haben wir aber nicht, weil wir die ja über Cinch angeschlossen haben. Außerdem gibt es natürlich hier noch den Stecker mit den Cinch-Kabeln, also für Rear, Front und Subwoofer. Front hatte ich gestern schon mal angeschlossen, um zu gucken, ob es funktioniert. Spoiler, es funktioniert. Ist schon mal sehr geil. Genau, die Endstufe geht auch an. Also das ist im Grunde alles schön. Was ihr beachten müsst, weil dieses Radio natürlich für neuere Auto gedacht ist, gibt es spezielle Einbaukits, je nachdem, was für ein Fahrzeugtyp. Für ein Fiat Ducato etc. gibt es einfach speziell passende Einbaukits und für einen T4 gibt es das natürlich nicht, weil dieses moderne Radio natürlich niemals für einen T4 gedacht war. Ich habe jetzt hier erstmal wieder den alten Einbaurahmen aus meinem alten Radio. Der funktioniert so ein bisschen, aber nicht 100%, weil er sich am Radio nicht richtig festhalten kann. Es gibt aber einen Einbaurahmen, Eindien von Alpine, der dann die entsprechenden Gegenhalteplatten für die Head Unit quasi hat. Den muss ich mir noch bestellen, den muss ich mir besorgen, damit ich das hier ordentlich einbauen kann. Ich werde jetzt aber, um das Ding mal zum Ende zu bringen, das trotzdem so einbauen und dann mal gucken, ob alles funktioniert. Ja, ansonsten hinten am Radio sind zwei fette USB-Kabel dran. Einmal zum Handy laden, einmal für Apple CarPlay. Habe ich angesteckt, funktioniert super. Ist einfach super geil. Genau, und das sind eigentlich die einzigen Kabel, die wir haben. Natürlich gibt es dann noch die Option, Kameras anzuschließen, Rückfahrkamera und so. Ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht der Meinung, dass ich jetzt hier eine Rückfahrkamera drin brauche. Klar, ist nett. Klar, hätte man machen können. Habe ich jetzt aber erstens mal wieder nicht richtig drüber nachgedacht. Es gibt eine ganz coole Rückfahrkamera, die sitzt quasi in der Kennzeichenbeleuchtung in der einen. Vielleicht rüstet sich das irgendwann nochmal nach. Hier ist ja eh noch ein bisschen Baustelle im Hintergrund. Aber am Ende, ganz ehrlich, mir geht es um die Musik. Ich will ein geiles Navi drin haben. Eine Rückfahrkamera. Ich habe eine Scheibe hinten drin. Passt schon. Ich kann ja die Autos Gott sei Dank ganz gut fahren. Ansonsten haben wir natürlich hier noch irgendwie HDMI-Anschluss gelötet. Das könnte man natürlich auch noch da dran machen. Außerdem gibt es auch hier noch ein Microphone-In. Also das müssen wir auf jeden Fall dran machen, denn wir haben natürlich auch eine Freisprecheinrichtung. Und ich muss jetzt noch das Mikro verkabeln. Das muss noch irgendwo hin, damit man mich gut versteht. Wahrscheinlich lege ich das einfach hier die A-Säule hoch und klemmt es da oben dran. Da hat man meiner Meinung nach den besten Ton oder irgendwo im Lenkradbereich oder so. Aber ich glaube, da oben an der A-Säule ist eigentlich ganz nice. Und was natürlich auch noch mitgeliefert wird, ist die DAB-Radioantenne. Und die muss irgendwo auf dem Armaturenbrett platziert werden. Auch das werde ich jetzt noch machen, weil ich habe in dem Zustand natürlich alle Wege frei. Ja, das war's im Großen und Ganzen. Ich baue das mal alles zusammen. Das ist jetzt relativ uninteressant für euch, weil es einfach wirklich nur noch Kabel verlegen ist und irgendwie das ganze Zeug da reinstopfen ist. Was aber beim T4 Gott sei Dank geht, weil da ist sehr, sehr viel Platz dahinter. Da habe ich schon ganz andere Autos gehabt, wo das echt mühselig war. Und dann baue ich die Karre mal wieder zusammen. Bis auf die Sitze. Die bleiben draußen. Ach, Freunde, so langsam ist ein Ende in Sicht. Guck mal, der Boden sieht doch wieder einigermaßen ordentlich aus. Kabel sind alle verlegt und vor allen Dingen das Radio ist wieder drin. Was heißt hier wieder? Das Radio ist drin, Leute. Guckt euch das gute Stück an. Es ist schon ziemlich modern und viele von euch werden jetzt sagen, geht gar nicht in so einem T4. Das ist mir aber ziemlich egal, weil ich finde das Radio ziemlich geil und ich stehe einfach auf Apple CarPlay und ich finde einfach große Displays in Autos toll. Ob das jetzt ein altes Auto ist oder ein neues Auto, ist mir vollkommen egal. Ich habe auch in meinem Golf 2, ja, in dem Oldtimer, habe ich auch ein Apple CarPlay Radio drin mit einem 7 Zoll Display. Jeder kann tun und lassen, was er möchte. Das nur an dieser Stelle gesagt. Ich mache jetzt mal hier die Zündung an. Guckt mal. Wow. So sieht das gute Stück aus.
Ja, wir haben natürlich hier noch keinen Empfang. Ich muss sagen, ich finde eigentlich Radios mit Drehknöpfen geil. Aber ehrlich gesagt ist dieser Touch hier, also der funktioniert schon echt richtig, richtig gut. So, wenn wir jetzt hier das Handy anstöppeln, dann erkennt er relativ schnell auch das Apple CarPlay. Und wir sind am Start. Springt auf und ist aus auf mein Fahrrad, verliert die Gedanken am Freitag, ich mag das. Klingt so geil. Aber jetzt schnell die Musik wieder aus, wegen Copyright Claim und so. Leute, das ist das Radio, ja? Ein Alpine F115D, glaube ich, so heißt das. Ich find's geil, ich find's richtig geil. Die Endstufe leuchtet und funktioniert. Das ist auch super. Ja, Lautsprecher vorne sind drin. Mikro habe ich jetzt übrigens hier hingesetzt. Das muss ich noch festkleben. Das sitzt dann hier einfach vor dem Lenkrad. Ich denke, das ist tatsächlich ein guter Sound. Und dann konnte ich mir die Verkabelung da oben nach da oben sparen. Ich werde jetzt den Ladeboden, nee, nicht den Ladeboden. Ich werde jetzt den Boden wieder einbauen. Dann versuche ich mal alles wieder zurückzurüsten. Morgen ist Dienstag, da geht hier der Wahnsinn auf dem Paradise wieder los und ich hätte eigentlich gerne das Ding so grob wie es geht wieder am Start. Die Arbeit hat sich gelohnt. Die Arbeit hat sich heftigst gelohnt. Hammer. Ja gut, also es ist vollbracht. Das ist alles wieder wie früher, original. Radio sitzt drinne. Wie gesagt, die Blende muss ich noch tauschen. Sieht fast aus wie einem Tesla, ne? Genau, Endstufe ist komplett verkabelt. Ich habe auch mal den alten Subwoofer aus dem T6 reingestellt. Leute, der Klang ist brutal. Es klingt so gut, es scheppert nichts. Der absolute Wahnsinn. Und wenn der Subwoofer später noch gebaut wird, der richtig fette Subwoofer, dann wird es, glaube ich, nochmal eine Nummer geiler. Das mache ich aber erst, wenn ich die Möbel baue. Weil ich das quasi hinten so in dieser kleinen Möbelzeile, die ich bauen möchte, integrieren möchte, damit es auch geil aussieht. Deswegen gibt es in diesem Video keinen Subwoofer-Bau. Aber ich habe jetzt mir mal Gedanken um die Heckklappe gemacht. Die sieht natürlich alles andere als schön aus. Und da sollen ja auch noch die Lautsprecher rein. Und ich habe im Internet bei, ich glaube es heißt Delta Bus oder so, eine Vorlage gefunden für die Heckklappenverkleidung vom T4. Und die habe ich mir jetzt bearbeitet und habe mir hier eine 5 mm Bambus beschichtete Platte auf die Fräse gehauen. Und ja, werde jetzt mal gucken, ob das am Ende auch so passt. Theoretisch sollten die Maße alle stimmen, weil die alte Heckklappenverkleidung ist leider nicht mehr zu gebrauchen. Die ist kaputt. Deswegen werde ich jetzt mal die Fräse anschmeißen und dann schauen wir mal, ob das wirklich so gut passt. Das wäre natürlich genial, es würde mir einen Haufen Arbeit sparen und es sieht direkt schick aus und ich kann die Lautsprecher da einlassen. In diesem Sinne, let's go. Und los. Oh, ein bisschen schneller den Bums hier. Viel Spaß. Ein paar Sekunden später. Also gut, es hätte ja auch klappen können, hat's aber leider nicht. Die Schablone, die Vorlage, die passt leider nicht 100% auf das, was einmal war. Das ist ein bisschen doof. Also so grundsätzlich die Form, die passt schon so plus minus. Aber die Löcher, die sind nicht alle 100% übereinstimmend. Also immer mal wieder so, ne? Hier die beiden würden jetzt zum Beispiel passen, aber dann passt das schon wieder nicht und das und das. Das ist Kacke. Deswegen habe ich mir überlegt, ich mache einfach aus 2 1 und werde diese Schablone, also die originale Verkleidung, die aber leider schon ein bisschen kaputt ist, werde ich jetzt einfach mit der anderen verkleben. Dann habe ich eine passende Schablone, beziehungsweise dann habe ich einen passenden Untergrund und habe aber gleichzeitig auch eine stabilere Unterlage, was ja auch schon irgendwie in gewisser Weise wichtig ist für die Lautsprecher, damit das ordentlich drin hält. Genau, das heißt, ich werde das jetzt hier irgendwie verkleben, verschrauben, keine Ahnung, werde auf jeden Fall aus diesen zwei Teilen eins machen, werde dann die Löcher nachbohren, sodass das dann auch am Ende passt und dann kann ich die ganze Platte hier mit Filz beziehen und dann müsste das eigentlich ganz gut funktionieren. Thema Filz, ich habe noch eine Dose Sprühkleber, die ist sogar noch unbenutzt. Das müsste eigentlich gerade so reichen. Jo, ich verklebe das Ganze jetzt und dann gucken wir mal, ob das da dran passt, aber ich denke schon. Freunde, das ist das wunderschöne Zwischenergebnis. Ich habe die Platten jetzt miteinander verklebt, habe sie dann auf USB-Platten geschraubt und habe hier noch Verstärkungsringe dran geschraubt, denn da müssen dann später die Lautsprecher festgeschraubt werden und hier kommen noch zwei Lampen rein. Das habe ich irgendwann zwischendurch entschieden, dass es ja Sinn macht, hinten auch noch eine Beleuchtung zu haben, so wie ich es im T6 auch habe. Die müsste jetzt eigentlich mittlerweile wieder funktionieren. Also quasi so, dass dann da hinten zwei LEDs drinne sitzen, damit man das Moped auch im Dunkeln ein- und ausladen kann. Und ja, genau, das ist total toll, aber ich habe das natürlich vergessen und deswegen muss ich jetzt noch eine Leitung legen von vorne nach hinten. Ich habe mir Gott sei Dank einen weiteren Zugdraht mit reingelegt, sodass ich das einfach jetzt durchziehen kann. Gott sei Dank. Da war ich einmal nicht so richtig dumm. Ja, jetzt warte ich, bis das da trocknet und der Kleber angezogen ist und dann, denke ich, kann ich filzen und das alles montieren.
Gut, Leute, Endspurt. Das ist die neue Heckklappenverkleidung. Ja, ich habe jetzt einfach die Löcher mit Kleber zugeschmiert und geflickt. Von der Rückseite sieht das Ganze so aus. Ich habe die Verstärkungsrahmen angebracht. Das Ding ist auch echt motzschwer, also das ist auf jeden Fall stabil genug. Hier habe ich Vago-Klemmen dran geklebt. Bin ja ein Fuchs, denn ich muss ja noch eine Stromverteilung machen. Das Kabel liegt auch schon da drüben. Das heißt, jetzt noch filzen und dann, ja, gib ihm. Hier, schön Kleber. Ich habe noch eine Dose, ich hoffe, die reicht. Einfach drüber. Filz ist so ein dankbares Produkt. Das ist der Hammer. Und dieser Sprühkleber, der regelt einfach alles. So, wichtig ist, dass die Ecken alle schön sind. Dass es da auch überall klebt. Die Fläche ist dran. Sprühkleber. Immer so ungefähr 10 Minuten lüften lassen, nachdem ihr geklebt habt. Nachdem ihr gesprüht habt, beide Seiten schön voll sitzen und dann haftet es auch richtig. Kellner, ich kann nicht mehr. Aber das wird gut. Die Arbeit hat sich echt gelohnt, ey. Die Arbeit hat sich sowas von gelohnt. Geil, ey. Den ganzen Tag hat's gepisst. War gut, dass ich hier drinnen war zum Arbeiten. Hatte ich nicht so Bock rauszugehen. Da war das Arbeiten noch nicht so schlimm und jetzt scheint die Sonne. Mega. Freunde, das ist die Rückseite. Lampen sind drin, angeschlossen. Da müssen jetzt natürlich noch die Kabel der Heckklappe dann rein. Wenn man so Filz rund machen will, dann schneidet man das bis zum gewissen Grad ein und dann kann man das einfach so umfalten. So, und jetzt zeige ich euch mal die Rückseite, beziehungsweise die Vorderseite eigentlich. Tada! Es ist einfach eine optisch neue Heckklappenverkleidung. Sieht das nicht geil aus? Man sieht nicht mehr, dass da irgendwie Kacke war. Nö, sieht man einfach nicht mehr. So, und jetzt kommt der große Moment. Die Koaxial-Lautsprecher von Alpine können jetzt verbaut werden. Koaxial nennt man immer dann, wenn Mittel- bzw. Tiefton und Hochton in einem ist. Das heißt, vorne haben wir den Hochton einzeln und den Tieftöner einzeln. Und das hier ist quasi ein Koaxial-System, wo beides in einem ist. Die Dinge haben richtig Bums und klingen trotzdem immer noch ganz geil. Vor allen Dingen für die Heckklappe. Heckklappe ist halt deswegen so wichtig und so gut, weil man dann einfach die Heckklappe aufmachen kann und zum Beispiel auf dem Motorradsport einfach mal auch mal ein bisschen Musik laufen lassen kann. Oder den ganzen Ort beschallen mit der Anlage, weil das ist geisteskrank. Ja, so, einmal hier rein. Oh, das sieht so gut aus. Jetzt müssten da aber eigentlich auch noch Gitter dabei sein. Gitter? Da sind sie. Ja, komm her. So. Pah. Also, Freunde, ich finde, das sieht sehr, sehr geil aus. Ja, doch, das gefällt mir extrem gut. So, jetzt gucken, dass hier das Alpine gerade steht. Einigermaßen zumindest. Dann habe ich mir hier, ich nehme nicht die originalen Schrauben, das ist nämlich Kreuz. Ich mag kein Kreuz. Ich nehme hier einfach die Torx-Schrauben, die silbernen. Und dann kann man das jetzt hier schön festspaxen gleich. Es war aber echt ein langes Wochenende. Also lang im Sinne von viel zu tun, ey. Wahnsinn. Aber wir kommen der Sache näher. Ein Ende ist in Sicht. Das sieht so gut aus. Wunderschön. Ich finde es auch geil, dass diese Gitter mit festgeschraubt werden. Bei vielen Herstellern werden die Gitter so reingesteckt und die fallen immer raus. Vor allen Dingen, wenn es in der Heckklappe ist und da mal ein bisschen Schmackes dahinter ist. So sieht es jetzt aus von unten. Das ist schon modstabil auf jeden Fall. Das reicht vollkommen aus. Genau, ich werde jetzt noch ein bisschen Kleinscheiß machen, werde die Heckklappe soweit vorbereiten und dann mache ich Feierabend. Ich will meinen Montagabend auch nochmal mit meiner Lady genießen. Und morgen ist René wieder da und dann basteln wir das Ding hinten rein. Nächsten Tag. So, Leute, wir gehen langsam der Finalisierung zu. Ich habe hier im hinteren Bereich alle Kabel soweit gelegt. Ich habe jetzt hier nochmal die Bereiche, wo die Lautsprecher drin sind, gedämmt, extra zusätzlich. Die Platte ist auch soweit fertig. Alle Löcher habe ich gemacht. Übrigens, wenn ihr die Löcher öffnen wollt, wenn ihr gefilzt habt, dann könnt ihr einfach einen Lötkolben nehmen und könnt mit dem Lötkolben das einfach aufbrennen. Das ist eine sehr geile Sache. Zum Befestigen werde ich M6er Schrauben mit so einem Flachkopf nehmen, denn ich habe in jedes Loch, wo eigentlich so eine komische Clips drin war, habe ich hier so eine Einiedmutter reingetüdelt. Ja, ist ja wurscht. Also auf jeden Fall eine Einiedmutter und dann kann ich die nämlich festschrauben. Das ist viel stabiler als mit diesen komischen Kunststoffclips. Außerdem würden die von der Länge her eh nicht mehr passen. Ich gucke jetzt mal, dass ich einen Zeitraffer reinhaue und dann montiere ich das Ding. Es ist vollbracht. Der Plan ging auf. Alles ist montiert. Mit den Schräubchen hat es perfekt funktioniert. Den Schalter wollte ich eigentlich da einsetzen. Als ich den gebohrt habe, war es spiegelverkehrt und habe ich es verkackt. Jetzt sitzt er halt hier. Toll. Ja, hier die Notendregelung ist auch wieder
offen. Aber irgendwie ist da ein Wackelkontakt. Hieran kann es schon mal nicht liegen. Ah ja, funktioniert wieder. Wollt ihr mal den Sound hören oder was? Ist halt immer so ein bisschen blöd mit der Musik wegen GEMA und so. Ah, komm, so ein kleines bisschen geht schon. Gibt's bei Spotify lizenzfreie Musik? Ich habe keine Ahnung. Zündung an. Das ist so geil. Hammer, 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 hammer geil. Ja, leider geht nicht mehr. Vielleicht könnt ihr es ja mal irgendwann in live hören. Vielleicht mal wieder auf dem Bulli-Festival oder so, wenn wir ein bisschen Party machen. Wobei die Party ja jetzt auch ein bisschen kleiner ausfällt mit Kind, ne? Aber eins nach dem anderen. Erstmal muss der Bus geil sein und vor allen Dingen muss der mir Spaß machen, wenn ich damit auf meine Moped-Trips fahre. Und das wird's definitiv. Ja, eine Sache von Alpine fehlt noch, und zwar der Subwoofer. Den konnte ich jetzt leider noch nicht verbauen, weil, wie gesagt, die Möbel ja noch nicht drin sind. Das wird dann Part eines der nächsten Videos. Und vor allen Dingen die Sitzfrage. Die ist ja auch noch nicht geklärt. Was ich euch schon verraten kann, ich werde auf Einzelsitze umbauen. Natürlich mit Drehkonsole, ist ja klar. Habe ich mir alles schon besorgt. Und die Sitze habe ich mir auch besorgt. Und das zeige ich euch in einem anderen Video, weil wir hier noch die Konsole lackieren wollen und so ein bisschen Spaß machen wollen. Aber das wird geil. Das wird richtig geil. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an Alpine für die Unterstützung bei dem Projekt. Die ganzen Produkte, die wir verbaut haben, die findet ihr unten in der Beschreibung. Also checkt das gerne mal aus. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Es war für mich eine Heidenarbeit. Es waren jetzt fast 4 Tage Vollgas an dem Teil. Aber ich glaube, es hat sich gelohnt. Ich habe noch nie qualitativ so hochwertige Anlage eingebaut und ich werde die jetzt mal einstellen, werde ein bisschen drin sitzen und die Zeit einfach genießen und ich finde es einfach nur geil. Leute, haut in die Kommentare, was ihr zur Anlage sagt und danke fürs Zuschauen, gell? Wie immer, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute.